Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen entschieden dem Rechtsruck entgegentreten. Diese Folklore von Pegida, Poggenburg und patriotischen Populisten. Klar Stellung beziehen, Gesicht zeigen. Das habe ich beispielsweise mit einer Handvoll Menschen vor der Asylbewerberunterkunft in Freital getan oder aber vor einem Millionenpublikum bei Maybrit Illner. Ob im Stadtrat, in der S-Bahn, im Wartezimmer, auf der Straße, wo auch immer es erforderlich war und ist. Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen. Wir zeigen klare Kante. Wir kämpfen für den Zusammenhalt der Gesellschaft mit Haltung und Rückgrat. Ich stehe hier als Vertreterin eines vielfältigen, weltoffenen, menschlichen Sachsens. Ich bewerbe mich um diesen Listenplatz auf der, unserer Landesliste. Und ich möchte mit meiner Kandidatur auch all jenen Mut machen, die vielleicht noch zweifeln, ob es lohnt, sich für ein anderes Sachsen einzusetzen. Ja, es lohnt sich, weil es auch unser Sachsen ist, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte in einem Land leben, in dem mein afghanischer Nachbar Mujaba oder meine syrische Freundin Lara mit ihren Familien genauso sicher und gleichberechtigt leben, lernen und arbeiten können wie meine deutschen Nachbarn, wie ich selbst. Mein Einsatz für die Interessen von geflüchteten Menschen begann nicht erst 2015, sondern ist schon seit über einem Jahrzehnt Teil meiner politischen Arbeit und hat auch mein Leben verändert. Meine Familie ist größer geworden. Dass mein Pflegesohn heute hier ist, ist für mich die größte Anerkennung, dass wir das, was wir hier tun, richtig ist. Und da, will ich gern weitermachen. Und wenn ich die Gelegenheit bekomme, auch im Sächsischen Landtag. Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen zu uns kommen, bezeichne ich nicht als Welle oder Krise. Es sind Menschen mit ganz individuellen Geschichten, Wünschen, Bedürfnissen. In einer Krise befindet sich eine jemenitische Mutter mit ihren Kindern. In einer Krise ist der Kleinbauer am Horn von Afrika, weil es dort seit 2011 nicht mehr geregnet hat. In einer Krise befindet sich unser Europa der Menschlichkeit und Solidarität. Wir brauchen eine geordnete humanitäre Asyl- und Migrationspolitik in Sachsen genauso wie auf der europäischen Ebene. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, liebe Freundinnen und Freunde. Viele Menschen sind in den letzten Jahren am Ende ihrer Flucht in Sachsen angekommen und haben sich, dank auch der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, erfolgreich in unsere Gesellschaft eingebracht. Es sind nicht nur die Erfolgsgeschichten, wie zum Beispiel von Ruala, ein früherer Praktikant bei mir im Regionalbüro Pirna, der jetzt sein Studium für Politikwissenschaften begann, oder Amir und Said, ehemals unbegleitete minderjährige Geflüchtete, für die wir Ersatzmütter und Väter waren und jetzt mitten in der Ausbildung stecken und eine Bleibeperspektive hatten. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, es ist mein Werteverständnis, unser grünes Werteverständnis, das nicht vereinbar ist mit dieser rigiden sächsischen Abschiebepraxis. Es sind die Situationen, die ich in Gemeinschaftsunterkünften vorgefunden habe. Es sind die Fluchtgeschichten, die mich umtreiben. Diese ganz individuellen Fluchtgründe aber werden unsichtbar hinter dem Begriff der sicheren Herkunftsstaaten. Deshalb lehnen wir Grüne zu Recht das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten ab. Hohe Abschiebezahlen, das Überholen der AfD mit rechtspopulistischer Rhetorik durch CDU-Politikerinnen und Politiker hat der CDU aber bisher keine besseren Wahlergebnisse beschert, sondern nur weiter den Boden für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bereitet und, die Spaltung statt den Zusammenhalt der Gesellschaft befördert. Ich streite auch deshalb so vehement dafür, damit nicht noch mehr moralische und legale Grenzen eingerissen werden. Wir Grüne finden uns nicht damit ab. Wir Grüne finden uns nicht damit ab, dass Gesetze erlassen werden, damit die Zahl der Ankommenden sinkt, aber auf der anderen Seite die Zahl der Toten auf dem Mittelmeer zunimmt. Ich will mit euch zusammen kämpfen, dass sich Sachsen zur Aufnahme in Seenot geretteter Menschen bereit erklärt, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich danke an dieser Stelle der Fraktion, dass sie auch in den letzten Jahren nicht ein Millimeter von unseren Forderungen dahingehend abgewichen ist. Liebe Freundinnen und Freunde, die Freiheit zu lieben, wen wir wollen, die freie Religionsausübung, das Recht auf freie Meinungsäußerung sind für uns selbstverständlich. Mir hat mein Pflegesohn einmal sehr eindringlich gesagt: Mutti,
Diese Freiheit zu haben, das muss ich lernen, das geht nicht von heute auf morgen. Das Wissen um Recht und Werte sind neben dem Spracherwerb für jede Migrantin und für jeden Migranten zugänglich zu machen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich einen Workshop zum Thema Grundgesetz gehalten habe, wie intensiv und mitunter auch wie sehr kontrovers wir spätestens bei den Themen Gleichberechtigung und Religionsfreiheit diskutiert haben. Und wenn wir, liebe Freundinnen und Freunde, in unserem Landtagswahlprogramm beschlossen haben, dass Sachsen ein Ministerium für Migration und Integration braucht, kann ich das aus der praktischen Erfahrung heraus nur noch einmal unterstreichen. Und bitte gebt mir die Gelegenheit, dass ich diese Erfahrung in die Fraktion mit einbringen kann. Wir brauchen Teilhabe und Partizipation von Migrantinnen und Migranten. Wir setzen uns ein für menschenwürdigen Umgang mit Geflüchteten, für die Verstetigung und nachhaltige finanzielle Ausstattung von Helferstrukturen, für ein sächsisches Teilhabe- und Integrationsgesetz. Das sind unsere grünen Antworten für alle Menschen in Sachsen. Und auch deshalb braucht es starke Grüne, liebe Freundinnen und Freunde. Fluchtursachen und Klimawandel kann man nicht losgelöst voneinander betrachten. Klimawandel kann zum Hauptfluchtgrund werden, wenn wir nicht konsequent gegensteuern. Wie ernst es den Menschen ist, dass Politik endlich handelt, zeigt die weltweite Jugendbewegung Fridays for Future. Das erlebe ich aber auch im Alltag. Ich bin AG-Leiterin naturnaher Garten im Rahmen von Ganztagsangeboten an einer Grundschule. Vor einiger Zeit fragte mich eine Zweitklässlerin, stimmt es, wenn wir die Natur schützen, dass sie uns dann ganz viel Schönes zurückgibt? Ja, das stimmt, war meine Antwort. Dann sorgt bitte dafür, dass es so bleibt. Eine klare Ansage. Ich habe es ihr versprochen. Ich will dieses Versprechen halten. Und auch deshalb kandidiere ich für den Sächsischen Landtag und als Direktkandidatin im Wahlkreis 48. Für meine Kandidatur auf der Landesliste und für die Direktkandidatur habe ich das Votum meines Kreisverbandes. Vielen Dank. Ines? Wir gucken gerade. Ja, ist eine Frage eingeworfen worden. Es ist die Frage von Lydia Engelmann aus dem KV Sächsische Schweiz Osterzgebirge. Die Frage lautet, als jemand, der von deinem engagierten Einsatz für eine jüngere, weiblichere Kommunalpolitik profitiert, möchte ich fragen, wieso du dich so sehr dafür einsetzt, dass wir Frauen in den Orts-, Stadt- und Kreisräten, aber auch im Landtag mehr werden. Ich mache es jetzt mal aus meiner Perspektive als Stadträtin. Also erstmal, wir sind die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland sind doch Frauen. Und warum ist da ist es doch völlig legitim, dass auch die Hälfte der Parlamente mit Frauen besetzt ist. Das ist Fakt. Und das ist doch die praktische Umsetzung unserer Forderung, die im Grundgesetz festgeschrieben ist. Die praktische Gleichberechtigung. Und zweitens, wisst ihr, wie nervig das ist? Entschuldigt jetzt vielleicht, wisst ihr, wie nervig das ist, wenn man mit älteren Kollegen über Kita spricht und die kaum noch Verständnis dafür haben, dass für junge Muttis ein weiter Weg in die Kita einfach auch eine existenzielle Frage sein kann. Und deshalb brauchen wir auch mehr Frauen in unseren auch kommunalen Parlamenten, weil wir doch auch andere Lebenserfahrungen, andere Lebensumstände mitbringen, die genauso betrachtet werden müssen wie die Lebenserfahrungen, wie die Lebensentwürfe, wie die Konzepte, die unsere männlichen Kollegen mitbringen. Und deshalb kämpfe ich so vehement dafür, dass mehr Frauen in den Kommunalparlamenten eine Stimme bekommen. Deshalb kämpfe ich dafür, dass wir auf der kommunalen Ebene viel weiblicher auch aufgestellt sind. In Freital ist uns das gelungen. Wir haben in Freital eine Stadtratsliste. Dort sind 60% der Menschen, die auf der Liste stehen, sind Frauen.